Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute geht es wieder um World of Tanks. Ich werde mal zusehen, dass ich irgendwas anderes auch noch bringe. Mal wieder, aber ja, jetzt erstmal WoT. Genau, ich möchte heute ein bisschen mit euch über die Entwicklung im Spiel reden. Vor allem auch über eine spezielle Balance-Änderung, die demnächst kommen wird vielleicht. Und dazu über dieses Fahrzeug auch noch. Ja, und das neue Oben an der Spitze-Event. Der E100 ist heute Oben an der Spitze. Bis wann? Ich glaube bis März irgendwann. Da steht es ja genau jetzt, also noch 27 Tage. Ja. Das bedeutet, dass ihr die Reihe komplett billiger kriegt. Also die Fahrzeuge sind wirklich sehr viel billiger. Ich meine zum Teil bis um 50%. Ich glaube ab den 6er sind es dann 30% und genau, ab den der 10er ist dann nur noch 15% billiger. So oder so, die Reihe lohnt sich nicht. Auch wenn da die Tiger-Panzer drin vorkommen, die natürlich ziemlich bekannt sind. Der Tiger 2 und der Tiger 1 und der E75, also der 7er, 8er und 9er. Die sind auf jeden Fall auch noch zu gebrauchen. Die sind wirklich nicht schlecht, vor allem auch nicht auf ihrer Stufe. Allerdings der E100, das würde ich mal sagen, einer der schlechtesten 10er, die es gibt. Also, eieiei. Also, holt euch lieber irgendwas anderes. Da kann ich euch auch sehr gerne jetzt empfehlen, holt euch eine E7, einen 277 oder ein 430U. Diese Fahrzeuge sind auf jeden Fall anfängerfreundlicher und wesentlich besser. Also ehrlich, oder von mir aus, keine Ahnung, einen Super Conqueror oder so, wenn ihr keinen Russen spielen wollt. Hier, S-Conk, der ist auch wesentlich geiler. Also, ja, Gottes Willen, holt euch nicht ein E100, bitte. Genau, dann kommt noch ein HE-Rework demnächst. Dazu werde ich dann noch genauer was sagen, wenn es dann rauskommt. Ich werde euch nur kurz auf dem Laufenden halten. Das bedeutet, also, HE ist in... Es ist schwierig zu sagen, ob es ein Problem im Spiel ist. Also ich rede jetzt mal nicht von den Artis, sondern von zum Beispiel... Na, wo ist er? Hier. Diesem Fahrzeug. Oder solche Fahrzeuge allgemein. Das ist der 60 TP, 750 Alpha Gun. Alles fein, alles schön. Problem ist halt nur irgendwie, die HE ist extrem merkwürdig von dem Ding. Also nicht extrem merkwürdig, sie ist halt, sie macht halt sau viel Damage. 90 Pen, das ist jetzt natürlich nicht so extrem viel. Allerdings 950 Schaden. Also, ich kenne kaum, also ich habe selten einen 60 EP gesehen, der AP geschossen hat. Entweder schießt das Ding Heat, was jedem selbst überlassen ist, oder HE. Das Problem ist jetzt nur, wenn ich ziemlich gut spiele, zum Beispiel nehmen wir mal meinen S-Conk. Ich stehe mit meinem S-Conk an der Ridgeline, also an einem Hügel, und gucke runter mit meiner schönen Gun Depression. Man kann mich eigentlich nicht pennen. Ich habe so einen 60 EP um die Ecke, schießt hier einmal rauf, drückt mir 500 Schaden und was weiß ich, hier geht noch irgendwas kaputt oder so. Das ist halt ein bisschen nervtötend, weil dann, also so hart es klingt, gute Spieler werden ein bisschen bestraft dafür, dass sie ihre Panzer richtig spielen und gut spielen. Also, wie gesagt, es ist ein schwieriges Thema und um Gottes Willen, ich hätte es auch besser machen können mit dem HE-Rework, aber ich wollte schon darauf hinweisen, dass da einer kommt, dass die HE nicht mehr so viel Schaden macht, wenn sie auf Panzerung trifft, sondern eher, wenn sie pennt. Also muss man mit der HE dann auch auf Weakspots zielen. Darum wird es im Allgemeinen gehen. Ja, und warum das mit diesem Panzer besonders ist? Mit diesem Panzer schießt man eigentlich auch nur HE, beziehungsweise eine ganz besondere HE, die Hash. Das ist eine HE, die eine sehr hohe Durchschlagskraft hat, 230 mm. Und das ist, ja, sehr geil, würde ich mal sagen. Deswegen fahren wir das Ding auch heute. Und ja, dieses Fahrzeug, ich weiß nicht, ob es manche von euch kennen, war mal der 10er hiervon. Den Badger gab es ja noch nicht immer, die Torte. Also der 10er von der Torte war früher, wie gesagt, das Ding. Hat dieselbe Gun wie der andere im Spiel, der andere Kinderwerfer, also der hier, der V4005. Auch Shitbahn genannt oder Klohaus oder wie auch immer. Aber das hier ist der einzig wahre Kinderwerfer, der Todesstern, nennt ihn wie ihr wollt. Das Ding macht sehr viel Schaden. Sehr, sehr, sehr viel Schaden. Hier oben steht jetzt 1150. Er macht allerdings... Na, kann man die Munition irgendwie... Ja gut, okay. Er macht allerdings mit dieser Munition 1750 im Schnitt. Also sehr, sehr, sehr viel Damage. Und ja, wir haben dann genug gelabert. Wir gehen rein. Und um dieses Fahrzeug soll es heute gehen. Ich hoffe mal, ich kriege gute Runden. So. Das war schon der erste Tod. Wir haben Geisterstand, eine Tier 9 Runde mit drei Artis leider. Aber hey, trotzdem ganz gutes Matchmaking, würde ich mal sagen. Und ich würde mal sagen, ich lege auch gleich los. Und versuche hier so ein paar Penshots. So, Zenturion, bleib da mal stehen. Nein, 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 bleib da stehen. Ja, sehr geil, der hat schon von der Arti gut gefressen. Wichtig, weil der nervt mich da. Ah, ich krieg die Progetto.
Riechen rein? Ja, gerade so. Ach komm, wir versuchen's. Jo, 737 schon mal mit einfach auf den Turm geballert. Und da geht's auch schon gut los in diesem Panzer. Es ist halt dämlich. Es ist halt dämlich. Er kann halt nicht mehr was dafür, der Progetto. Ich habe ihn halt einfach auf den Turm gerotzt und 700 Damage gemacht. Ach ja, dieser Panzer ist toll. Emi, was willst du denn jetzt hier? Kannst du hier auch gerne ran? Dann so. Dass ich den Schuss getroffen habe, war frech. Also das war wirklich frech. Ich habe einfach so jetzt mal geschossen. 900 Damage. Ich weiß nicht mal, wo ich getroffen habe. Ich habe nicht mal auf irgendwas geaimt. What the fuck? Ja, nehme ich aber. Geil. Alter Schwede, ey. Es ist so dämlich, wirklich. Das ist doch ein langer geaimt für mein Hübscher. Na? Will noch jemand eine Klatsche? Sichtgeräte wieder einsatzbereit. Wir sehen wieder mehr. Mensch, da habe ich kurz geaimt, obwohl ich angedampft wurde. Schön E75 weggeknallt. Die Heavys pushen gerade ganz gut in der Mitte von den Gegnern. Könnte jetzt ein bisschen interessant werden, das Ganze. Ich lade aber erstmal nach und wage mich dann aus meiner Deckung. Versucht die IS-3 II mal zu one-shotten. Für euch. Dieser Tank ist so dämlich. Oh, God bless, ey. Oh, 1400. Lecker. I love it. Ah, geil. Geil. So muss das laufen. Oh mein Gott. Oh. Bombswitch. Nein, der ging leider auf die Kanonenblende. Das war volle Kanne. Ja, also nochmal kurz zu dem Tank. Im Gegensatz zum Forschungsbaum befinde ich ihn noch, also den FV-405. Hat das Ding Panzerung, wie ihr vielleicht gesehen habt. Die Fork ist gerade abgebreitet an mir. Also jetzt nicht gerade ein Panzer mit wenig Durchschlagskraft. Und dafür ist er halt langsamer. Und ja, aber die Kanone ist halt jetzt nicht das präziseste Werkzeug. Aber ja, hätte ich die Fork richtig getroffen, wäre sie tot gewesen. Ja, kann ich leider nicht durchschießen. Aber naja, hab sie leider nicht richtig getroffen. Passiert. Fährst du rum? Bist du so dämlich? Ich glaube aber nicht, weil die sieht, dass ich hier bin. Ich würde gerne diesen Centurio one-shotten. Was ist da oben noch? Da oben sind Eber und TVP. Okay, das ist nicht gut. Okay, der Eber ist schon weggefahren. Ich versuche das Centurio nochmal zu one-shotten. Ich brauche den noch nach. Yes! Ich liebe es. Oh. War das ein schöner Schuss. Ah, verdammt. Ja, zieht mich halt an. Der darf jetzt nicht high rollen. Eieiei, hat er glücklicherweise nicht. Schon frech, dass er mich wieder mal angezündet hat. Ich würde die Runde sehr gerne überleben. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass der Eber da oben rumhockt. Jetzt wirklich sterbe. Nice, ey. Oh. Ja, dieser Panzer ist so dämlich. Er ist so dämlich. Oh Gott, ey. Ach, ich liebe es. Ja, also so eine Schüsse wie den 900er am Anfang gegen den AI. Also die Penshots, also wo ich über 1000 Damage gemacht habe, die zwei Schüsse. Das würde auch noch mit dem HE Rework funktionieren, der jetzt vielleicht kommt, der ist auch gerade auf dem Sandbox-Server. Weil da habe ich halt wirklich gepennt mit dem Schuss, also der hat die Panzerung durchschlagen, weil er seitlich jeweils, beziehungsweise die VP, der hat ja gar keine Panzerung, also ist ja sowieso egal. Und also das würde daran nichts ändern, sagen wir es mal so, aber halt so ein 900er Schuss gegen den AE, den ich ganz am Anfang hatte, sowas würde nicht mehr gehen. Sowas würde wahrscheinlich vielleicht gar keinen Damage mehr machen.
So, also schwierig, ob es jetzt besser oder schlechter ist. Ich hätte, glaube ich, wesentlich weniger Damage. Ich kann mal kurz gucken. Ich habe mehrere 400er Schüsse und so weiter. Also, ja, schwierig. Das ist 600, 400, ja. Schwierig. Oh Gott. Ja, der wird da rechts hinten sein. Nein, tut mich nicht. Ich sag noch, ich will die Runde überleben und fahre jetzt so dämlich. Verstecken wir uns irgendwie hier. Okay, wir bei dem Team, dass ich. Ja, da ist er. Mist! Ich bin so dumm! Gut, schieß mal ABC, der Eber. Warum sterbe ich denn jetzt nochmal so dumm, ey? Oh. Naja, ist auch egal. Es gibt euch noch eine Runde Kinderwerfer, wenn ihr wollt. Und ja, das war. Ach Gott, ey. Dieser Tank. Es ist einfach. Ja, es ist einfach herrlich. Na komm, tut euch den Eber. Eber kriegt noch einen Kill, ey. Junge, sind die Leute lost, ey. Ach Gott. Leute, der ist jetzt auch nicht so schnell. Ist zwar ein Eber immer noch, aber ja Gott, da hat er gefressen. Der ist die mit der AE geschossen. Wenn der STB den mit HE treffen kann, kannst du ihn auch mit deiner T-54-Gun treffen. Ja, das war doch mal eine sehr schöne Runde. IS 3, ey. Gut. Ja, TVP habe ich auch. Ja gut, da war sogar gute TVP, ey. Na gut, genug geschwärmt. Nächste Runde. So, das ist natürlich traumhaft, das Matchmaking nur gegen 8er. Nicht so große Panzerungen, etc. etc. Das bedeutet mehr One-Shots. Also 8er haben halt gegen den Tank wirklich keinen Spaß. Oder allerdings auch vielleicht nicht dieser E50, wenn er nochmal aufgeht. Aimen wir es ab. Vielleicht piekt er tatsächlich nochmal. Komm schon, trau dich. Ich war noch kurz ein paar Sekunden. Ach komm. Eine Sache noch kurz zu dem Tank. Die habe ich nämlich vergessen. Diesen Schuss, den ich gerade getätigt habe, der hat 8000 gekostet. Das ist der Panzer mit der teuersten Munition im Spiel. Und ja, gut. 8000. Tschüss. Nein, das tut denn doch schon weh, also man macht der Kiste eigentlich immer Minus, aber naja. Und es ist halt wirklich glücksbasiert, ob man jetzt trifft und pennt etc. Also deswegen ist es, können nicht immer alle Runden so gut laufen wie jetzt. Es gibt noch Runden, die können noch besser laufen, wenn man wirklich nur Pen-Shots hat, dann macht man so locker 7000 Schaden. Das ist dann kein Problem. Aber ja, ich sag's mal so, das ist nicht die Norm. Ah, schade. Der ging in die Unterwanne. Trotzdem nicht gepennt. Ja, gut, schießen wir ab. Er hat durch die Oberwanne hier 100. Oh, ein bisschen ärgerlich, dass er da gerade so gut gepennt hat. Aber das ist gut, dass er nicht die Top Gun hat. Da hatte ich ein bisschen mehr Schuss vor. Ich verstehe auch Leute nicht, die in die 100 spielen ohne Top Gun. Also ohne diese 150er Gun, weil das zeichnet den Panzer aus. Ansonsten hat man irgendwie nie so viel Angst vor dem Ding. Ich würde sehr gerne weiter vorfahren, aber. Uiuiui. Okay, doch, ich muss weiter vorfahren, sonst kriege ich gar nichts mehr. Unser Team ist ja oben schon durch, ey. Na gut, na, dann wollen wir mal. Schießt ja kaum KI. Wieso? Würde ich gegen 257 einfach oben auf den Capola snipen? Was haben wir denn da? Und tschüss. Ach ja, da war wieder der Penshot. Gut, ich hoffe, dass ich noch einen Schuss hinkriege, den Konk. Oh mein Gott. Ich sehe was. Ein E100 Rückseite am Turm. Ich muss schön warten. Nein. Warum schießt du auf den? Okay, alles oder nichts. Ich versuche den Konk zu one-shotten. Nein! Nur 730, der ging in die Ketten. Nicht gut. Kann dieser Konk mal aufhören, nur AE zu schießen?
Rückwärts, komm schon, der 100 erwischt mich nicht. Oh, er erwischt mich wirklich nicht. Ui, dass ich das überlebt habe. Manchmal halt auch oft so dumme Plays mit dem Tank, den man einfach vorfährt und versucht halt so einen Kong zu one-shotten. Aber naja. Meiner und sich. Ich hab Damage gemacht, 700. Ja, nehme ich. Natürlich alles nicht Traumschüsse, oder? Naja. Komm, wenn ich den Snipe treffe. Nein! Oh, war das knapp, ey! Schade! Schade! Versucht mich noch zu töten, oder? Ja, der war jetzt. Ja, der ist tot. Okay, kriegen wir. Oh mein Gott. Entschuldigt, dass ich so wenig rede, wenn ich aime, aber ich bin halt immer am überlegen, ob ich früher schieße, damit er nicht noch mein Leben verliert oder halt noch aime. Ah, oh, dieser Schuss am Ende. Ah, mm. Oh, 1400. Nice. Lecker. Oh. Das waren doch zwei sehr angenehme Runden, schon wieder Top Damage. Mein hämisches Lachen, ne? Entschuldigt. Ach, nice. Ich hab, kannst du 4000 zu Eisner Reserve, 25.000 minus, easy. Wie habe ich in der letzten Runde minus gemacht? Da hab ich ja noch mehr geschossen. Boah, da habe ich sogar plus gemacht, aber ich glaube, da habe ich auch nur Auftrag oder so. Ja, abgeschlossenen Auftrag habe ich 90.000 bekommen. Ohne die hätte ich auch easy 20.000 minus gemacht, also hey. ja, hier, Tagesauftrag. Dritte der Tagesaufträge, dadurch habe ich so viel Geld gemacht. Ja, gut. Ich hoffe, diese dämlichen Runden mit diesem dämlichen Panzer. Kann ein Skill verteilen. Haben euch gefallen? Es ist halt einfach ein Meme. Es ist ein einziges riesiges Meme. Dieser Tank, ey. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte Spaß, sagen wir so. Und ja, guckt unter das Video, da ist die Playlist verlinkt zum Spiel. Zum Spiel. Ich sag immer bescheuerte Sachen. Nein, da ist die Playlist verlinkt zu Videos zum diesem Spiel. Da könnt ihr sehr gerne mal reingucken. Und ansonsten würde ich mich auch freuen, wenn ihr abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!